Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gönnen uns von Bullshit TV, Lehrer, die jeder kennt, Folge 2. Gerade ganz frisch rausgekommen, gerade auf der Startseite gesehen, ist vor ungefähr ein, zwei Minuten rausgekommen. Freue ich mich mega drauf, ich feiere die Videos von Bullshit TV extrem, vor allem halt die Schüler, die jeder kennt, Lehrer, die jeder kennt, Autofahrer, die jeder kennt und so weiter, hab die alle extrem gefeiert. Ja, und jetzt kommt halt der zweite Teil von Lehrer, die jeder kennt. Bin sehr gespannt drauf, freue mich und ja, wir schauen mal rein, Leute. Herr Hackenbracht, ich habe da noch mal eine Rückfrage zur Hausaufgabe. In English, please. Wissen Sie schon den nächsten Klausurtermin? In English, please. In English, please. Junge, den Lehrer gibt's immer. In English, please. Alles okay, Leon? Herr Hackenbracht. Der Leon hat einen schlimmen Anfall. Wir müssen den Krankenwagen rufen. Sebastian. In English, please. Beneidet himmlische Laternen, weiß geflammte Stern, geil, mit einem schalen Angesicht. Sicht, Sicht, Sicht. Seite 209. Was soll das denn für ein Lehrer sein? What the fuck, Alter? Seite 209. Der komplett Wahnsinnige, ja, okay. Hatte ich jetzt in meiner Schule zum Glück nicht den komplett Wahnsinnigen. Philipp, kann ich dich noch einmal ganz kurz hier beschlagnahmen? Mit dir wollte ich noch ganz kurz was besprechen, geht ganz schnell. Du willst in die Pause, ne? Ja, unbedingt. Also, neulich in der dritten Stunde am Montag, da gab es ja diesen kleinen Störfall. Ja. Was war da denn los? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja. Kommt auch nicht wieder vor. Ja, Stefan. Da wäre es mir wichtig, dass du sowas dann unterlässt. Ja, okay, tut mir leid. Mach nicht mehr. Ansonsten ist alles super. Wie läuft es in den anderen Fächern? Sport? Ja, so einen hatte ich auch. Der einen nicht in die Pause lassen will. Also, in English, please, hatte ich auf jeden Fall. Und den Lehrer, der immer die Schüler festhält, den habe ich auch gehabt. Eigentlich super alles, wirklich. Ja? Kann ich echt nicht. Aber ich würde jetzt echt gerne kurz in die Pause. Oh, jetzt klingelt's. Jetzt haben wir die ganze Pause hier gequatscht. Mensch, da vergeht die Zeit aber auch wie im Flug. Sollen wir zusammen zur nächsten Klasse? Welchen Kurs hast du jetzt belegt? Chemie. In der nächsten Schule? Ja, Chemie. Da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Beim Lohmann oder wo? Ja. Na, komm mit. Ja gut, also 30-Jähriger kriegt, das ist ja das, was er in Geschichte... Ohne Scheiß, der Typ, ne? Der ist genial. Also in den Videos, wie der das spielt immer, der ist der Hammer, der Typ. Ich finde den ultra witzig. Auch, ich glaube, der ist ja auch in der ersten Folge ist der ja der Lehrer, der Abschweifer. Alter, wie der das erzählt, so, ja, wir haben ordentlich Bier getrunken und so. Der ist so geil, der Typ. Ja gut, also 30-Jähriger Krieg, das ist ja das, was er in Geschichte macht, beim Lohmann, ne? Lohmann! Ist er ja bestimmt, ne? Guckt euch mal die Klasse genau an, wenn der in die Klasse kommt. Aber gut, was erzähle ich euch? Nur bitte, sag mal, der Berger in Erdkunde, zeigt er immer noch so viele Filme, weil er zu faul ist, euch was beizubringen? Oder lernt ihr da auch was? Nee, ne? Filme gucken ist er ganz stark, der Rest, naja gut, starker Lehrer. Also mich gerade frage, der Lohmann, ich habe den in so einer alten Kiste gesehen, jetzt hat er seinen BMW nicht mehr. Brennst du ein bisschen zwischen Daumen und Zeigefinger? Ich habe gehört, der hat ganz schön Schulden, ja? Kommt schon mal ein Anruf von der Bank, was? Ist ja ein offenes Geheimnis, wisst ihr auch. Na, aber bitte, habt ihr nicht vor mir, ne? Der immer andere Lehrer, das ist dann, ja, oh, safe, das war dann, ah, das habt ihr nicht von mir, den hatte ich auch, ey, das ist wirklich, es ist auch so realitätsnah einfach teilweise, es ist mega lustig, ey, ich feiere die Videos so hart, wie der das auch rüberbringt, der kann das, Alter, der ist richtig gut, der Typ, feier ihn auf jeden Fall. André, Ruhe da hinten, André, Mann, ich hab doch gesagt, Ruhe da hinten jetzt. Ich mach mal gerade einen kleinen Ticken leiser noch. Mann, jetzt langsam reicht's mir. Jetzt seid doch mal leise da hinten, bitte. Meine Güte, André! Ruhe da hinten, Mann! Wie oft denn noch? Mann, sei leise jetzt da hinten. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Alter! So einen hatte ich nicht. Stuhl erstmal schmeißen, Ehrenmann. Eheprobleme. Eheprobleme, da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Ja? Die interessiert euch bestimmt alle sehr brennend. Die Beziehung zwischen mir und meiner Frau nach 20 Jahren Ehe ist natürlich ein bisschen eingeschlafen. Sie ist mir neulich fremdgegangen, aber ich kann es verstehen. Ja, damit wir ein bisschen unser Liebesleben aufpeppeln, dachten wir uns, was gibt es denn da für Sachen? Ja? Buttplug, Strap-on-Dildos für sie. Bin ich erstmal schön ins Internet rein. Habe erstmal für 200 Euro ein bisschen Spielzeug bestellt. Ich habe so ein richtig ekliges, eingewachsenes, reine Achselhöhle. Das ist so ein richtig eitriges.
Oh, Digga. Boah, Junge. Ich habe so ein richtig ekliges, eingewachsenes Heine Achselhöhle. Das ist so ein richtig eitriger Krater. Immer wenn ich das berühre, da platzt quasi der Eiter immer wieder raus. Und das ist ein Höllenschmerz. Ich habe das schon mit der Pinzette versucht, irgendwie das Haar da rauszupulen. Hat sich alles entzündet und ja, mega unangenehm. Ja, dann machen wir hin und wieder mal so ein paar Experimente. Ja, dann nehmen wir auch den ganzen Koffer voller Spielsachen mitfahren ins Swingerhäuschen. Und dann geht's richtig ab. Ne? Ich schaue gerne dabei zu. Ja, ich bin eher so der Voyeur. Der immer zu viele private Dinge erzählt. Ja, so extrem hatte ich es jetzt nicht, aber da gibt es auch schon ein paar Kandidaten auf jeden Fall. Boah, Alter, EA. So, liebe Klasse, ja, das Abitur steht vor der Tür, ihr habt es fast geschafft und zur Feier des Tages habe ich eine Überraschung für euch mitgebracht. Ihr wartet schon lange drauf, ihr wollt eure Noten erfahren. Ich habe das Diktat dabei. 5. Klasse, 2. Halbjahr, erinnert ihr euch? Henning, was ist denn mit den Deutscharbeiten, die wir vor 4 Monaten geschrieben haben? Kriegen wir die irgendwie demnächst mal zurück? Ich habe auch noch andere Klassen, ne? Das dauert noch ein bisschen. Was ist eigentlich mit dem Vokabeltest aus der 5. Klasse? Auf den warten wir auch noch. Ja, hast du mal einen Vokabeltest korrigiert? Der liegt immer noch bei mir im Auto. Weißt du, wie viel das ist? Jeder Vokabeltest 30 Wörter mal 2, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, 60. Hatte ich auch, mehrere Lehrer sogar. Alter, teilweise, du hast die 2. Klausur schon geschrieben, hast die 1. noch gar nicht zurück. Wörter, 30 Schüler, 1800 Wörter. Was ist mit unserer Mathearbeit? Ja, die kommt auch noch. Schönen guten Tag, Henning. Ah, die Herrschaften. Hallo, Sie hatten angerufen, es geht um das 24-jährige Abi-Jubiläum. Stimmt, das ist ja auch bald. Ja. Nee, aber darum ging es nicht. Ich habe sie aus einem anderen Grund herbestellt. Ich habe was für Sie. Die warten doch bestimmt auch drauf, oder? Der Biotest, damals 7. Klasse. Ich habe ihn endlich korrigiert, meine Herren. Ja, da fehlten ja noch Ihre beiden. Da können Sie jetzt mal reinschauen. Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich. Geht natürlich auch noch in die gesamte Note mit ein, ne? Danke. Haben wir das auch abgehakt. Sehr gut. Der immer ewig korrigiert. Ja, gibt's auf jeden Fall. Da gibt's aber mehrere Kandidaten von, das ist schon krass. So Leute, wollen wir loslegen? Ich hoffe, ihr habt alle eure Assignments in die Dropbox geladen. Jetzt fällt mir gerade ein, iOS 13.2 fällt noch bei mir. Ja, Mann, der Techniker, also der so richtig einen auf Hip tut mit seinen ganzen Apple-Produkten, Alter. Davon hatte ich auch einen. Das war anders war das, wirklich. Ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Also es ist cool, wenn das gut benutzt wird, wenn die Lehrer oder wie ich das momentan habe, die Dozenten das einfach machen. So, man benutzt dann irgendwie Moodle oder so, das ist einfach cool. Dann ist das alles so, aber es gibt auch welche, die übertreiben wirklich extrem. Die legen da so richtig Fokus drauf und kommentieren das auch immer so, dass alles jetzt technisch und über ihren Apple und so laufen muss. Und ja, das ist richtig geil. Jetzt fällt mir gerade ein, iOS 13.2 fällt noch bei mir. Mal eben kurz hochtransferieren. So, das Ganze synchronisiert gerade. Wer möchte, kann es mir aber auch mit AirDrop schicken. Okay, und du mir eingefallen, richtet euren Eltern bitte aus am Elternsprechtag. Die können mich per FaceTime connecten. Ja, wir machen das so. Okay, dann holt jetzt mal alle eure iPads raus. Siri, zeig mir die Unterlagen, die ich für den Unterricht vorbereitet habe. Der krampfhaft Moderne, ja, Mann. Ich schwöre, ich feiere den Typen einfach. Wirklich auch, wie der das rüberbringt, der ist so geil, Alter. Wer kann mir eigentlich nochmal wiedergeben, was wir in der letzten Unterrichtsstunde besprochen hatten bezüglich der Relativitätstheorie? Marc. Jeff, ich heiße Jeff. Ja, stimmt. Alex, Entschuldigung. Ronald? Ich heiße Leon. Wie? Leon, klar. Klar, sicher. Da hinten meldet sich jemand. Uwe, erzähl doch mal, was hast du uns zu dem Thema zu sagen? Ich heiße Jordan. Jordan, ja. Jordan, wie die Marke. Ah ja, klar, normal. Jordan, Entschuldigung, ja. Uwe Jordan, also, dann würde ich den... Das wäre immer ein geiler Name, Uwe Jordan. Uwe Jordan, Alter. Baba-Name. Ja, den Lehrer, der die Namen nicht kann, den hat jeder, denke ich mal. Arne bitten, mal vorzulesen. Nee, ich bin der Luis. Ja, Luis, lies vor. Dann würde ich an der Stelle ganz gerne nochmal den Kevin bitten, mir die Hauptstadt von Italien zu nennen. Tobias heiße ich. Tobias. Die Hauptstadt von Italien, bitte. Da vorne hat sich jetzt noch jemand gemeldet. Max. Manuel, ganz genau. Nee, Max. Max. Max, ich würde dich bitten, mal den Abschnitt 110 vorzulesen. Herr Hopperdietzel, kann ich mal kurz zur Toilette? Oh Gott, ja, das verdammte Arschloch, dass er nicht zur Toilette lassen will. Sebastian, ob du das kannst, das weiß ich nicht. Aber du darfst auf jeden Fall, ist kein Problem. Ob du das kannst natürlich nur du beantworten. Ne? Ich hoffe für dich, dass du das kannst. In deinem Alter solltest du auf Toilette gehen können. Von daher, probier es einfach mal. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen.
Sag gleich mal Bescheid, wie es lief. Okay, nicht das Arschloch, was einen nicht zur Toilette lassen will, sondern davon hatte ich auch viele. Dieser Spruch ist so ausgelutscht. Kann ich bitte auf Toilette? Ob du das kannst, weiß ich nicht. Ob du das kannst, du darfst auf jeden Fall. Meine Fresse, sag einfach ja! Ja, du kannst zur Toilette gehen! Arschloch! Monetarisierung am Arsch! Das verfickte Arschloch! 2. Hammer-Video wieder. Ist echt geil geworden. Feier ich. Ich feier diese, die jeder kennt, Videos sind einfach mega lustig. Der Leon hat einen schlimmen Anfall. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. In English, please, Sebastian. The Leon has a slip. The Leon. Hauptsache, er sagt wirklich, the Leon has a... English, please, Sebastian. The Leon has a slip. Geil. Leute, da ist... Der Freak aus Teil 1, Junge. Der ist Baba. Der ist richtig geil. Sehr nice. Feier ich auf jeden Fall. Leute, lasst auf jeden Fall den Jungs Support da. Ganz, ganz wichtig. Guckt euch das Original an, liked das und kommentiert das. Ihr wisst Bescheid. Lasst auch gerne hier ein Abo, Like da. Folgt mir gerne auf Twitch. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein. Und ciao.